Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von auch im Herringway. Wir spielen Batman The Telltale Series weiter. Beim letzten Mal hatten wir die Episode 2 angefangen und haben uns durch die Irrung und Wirrung des weiteren Lebens von Bruce Wayne irgendwie so hindurch manövriert. Wir haben auf der Polizeistation mit Falcone kurz sprechen können, haben jetzt aber eigentlich gar nicht so schrecklich viele interessante Dinge erfahren über unseren Vater, wie es vielleicht wünschenswert gewesen wäre. Wir wissen irgendwie nur, dass unser Vater ein bisschen Dreck am Stecken hatte, was ich relativ bemerkenswert für eine Batman-Geschichte finde, weil das ziemlich viel auf den Kopf stellt. Aber nun ja, ist mal ein interessanter Ansatz. Gleichzeitig haben wir als Batman eine kleine Unterredung mit Cobblepot gehabt, dem Pinguin, der hier in Gotham seine kleine Revolution starten möchte, was auch immer er darunter so versteht. Da er allerdings mit diesen komischen Chemikalien arbeitet, scheint das relativ gefährlich zu sein. Und wir machen jetzt einen auf besten Buddy mit Selina, weil Cobblepot es irgendwie auf sie abgesehen hat und das finden wir doof. Und jetzt in dem Folgenden hauen wir mit ihr ab. Keine Ahnung, mal gucken, wo wir jetzt sind. Ja, sieht so aus. Quick, check the alleyway! Can you see anything? Negative, let's check the other side! Are we alone? Yeah, we're alone. Lass knutschen. Perfekter Moment. Ich wusste es. Komm. Naja, wenn sie es mir schon so anbietet. Let's get out of here. Mist. I'll take the rooftops. You take the alley. Wait. Yes or no, will you help me stop Penguin? I'm gonna say maybe, but only because he's trying to kill me. Pretty good reason to say yes. You shouldn't trust me, you know. Alfred, I'm uploading the contents of a smartphone to the back computer. Check to see if there's anything on the phone we can use. Ja, stimmt. Wir hatten ja von einem einen Gangster das Handy geklaut. Processing it now. Is everything all right? There are quite a few police cars convening on your location. It's fine. Has the back computer found anything yet? Bruce, there are a number of messages here. All from Mayor Hill. Mayor Hill? The last voicemail is his. Listen to this. I gave you everything I have on Wayne. I've held up my end of the bargain, and I expect you to do the same. This is very shady indeed. Whatever they're talking about, it doesn't sound good. I should have guessed. Hill's working with Penguin. If Hill's talking to Penguin, he must know something. It's time I paid him a visit. I agree. The mayor must have answers, but if I may offer a word of advice. People look up to Batman after how you handled Falcone. Terrorizing the mayor could damage that goodwill. Then again, Batman's methods would certainly get him talking immediately. Bruce would have to depend on his guile to loosen Hill's lips. Oh, das darf man tatsächlich entscheiden? Das ist ja höchst interessant. Aber eigentlich ist es für mich gar nicht mal so eine schwere Entscheidung. Weil in dem Fall, wir wollen Informationen, wir wollen Antworten. Und das bekomme ich als Bruce einfach nicht von dem Bürgermeister. Deswegen werde ich ihm als Batman einen Besuch abstatten. Ich gehe zumindest schwer davon aus, dass ich zu ungeschickt dafür bin. Also um als Bruce dem Bürgermeister die Antworten zu entlocken, die ich haben möchte. Ich mache das als Batman. Going as Batman is the sure bet. Zumal ich der Stadt gegenüber nicht wirklich eine Rechenschaft schuldig bin. Also, ich meine, ich bin Batman. Hallo? Ich bin meine eigene Instanz. Ich darf in dieser Stadt machen, was ich will. Ist nun mal so. Ne. Also, von daher ist ja nicht so, dass die Bürger mich gewählt haben oder so. Hä? Passt schon. Rathaus.
Oh, kurz nach 20 Uhr. Der Bürgermeister ist noch schwer am Schuften. Vielleicht. Er war schwer am Schuften mit der Sekretärin. Jetzt checkt er noch ein paar E-Mails. Guckt sich irgendwas auf YouPorn an. Passt schon. Batman has the public trust after taking down Falcone. Try not to throw it away by going overboard on Hill. Battering the mayor is not a good option, despite his more than checkered reputation. Don't worry, Alfred. I'm a light touch when I need to be. The city will thank me later if Hill tells me Penguin's plans. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Deborah, you incompetent! Dent's up in the polls. I need to crucify him in the debate or we can kiss re-election and your job goodbye. You'd better be back here in the next 15 minutes or I'm cutting your pay. Deborah! Who's there? Deborah! Was that you? It's just you and me, old man. Batman? What are you doing here? You know who Penguin is. So I've heard of him. So what? I've got nothing to do with that lowlife. Do you hear me? Patience isn't my strong suit, Ray. Talk! I'm talking! You're not listening! I gave you everything I have on Wayne. I've held up my end of the bargain, and I expect you to do the same. Wayne, there's the real problem. He's the one you should be after. Every fiber of his being built on lies, his status, his fortune. He should be held accountable. What does Penguin want with Bruce Wayne? The atrocities that occurred at the hands of his father. He only wants to expose the Waynes for the criminals that they are. Security! Pick up, goddammit! Es läuft nur nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Don't kill me! I've done nothing wrong! I want the truth. And I'll break every bone in your body to get it. You're insane. Just like they say. A madman in a mask. Penguin wants revenge for what happened to his mother. Thomas Wayne sent her to Arkham, along with who knows how many other innocents. Nothing was wrong with any of them. Until Thomas locked them up. Something this big couldn't have been hidden. There'd be records. With enough money, you can make anything, or anyone, disappear. I didn't dare speak up. Whatever happened in the past, it's nothing compared to what's happening now. Penguin isn't the only child of Arkham. There are others whose families were destroyed by Wayne. They'll make Gotham pay for his sins. No. Please, don't. You can tell your story to the police. See what they think about it. If I hadn't given Penguin what he wanted, he would have struck at the debate tonight. I didn't just do this for myself. I'm trying to protect Gotham. Finally, about damn time. It's Batman! Shoot him! Come on, get the mayor out of here! Die Rauchkugel hat jetzt irgendwie nicht so viel gebracht. I heard everything, Master Bruce. What he said about your father, it must be difficult to process. I need to know what went on in Arkham Asylum. Indeed, I'm just as frustrated as you are. Hill seems to think he's safe, but Penguin's still out there. Jetzt verstehe ich zumindest, warum die Episode Die Kinder von Arkham heißt. Weil bisher deutete ja eigentlich fast so überhaupt gar nichts darauf hin. Denn ist es so eine Familiengeschichte. Cobblepot will Rache für seine Mutter. Okay. Na gut.
Ich wusste jetzt nicht, dass die Mutter vom Pinguin jemals irgendwie irgendwo eine Rolle in einer Batman-Geschichte gespielt hat, aber... Ne? I wonder what else is on here. As per your request, Lieutenant Gordon has tripled security at the debate. Thanks, Alfred. But Gordon heard about Batman's surprise visit to the mayor. He was far from happy. Thanks for the heads up. It's a plan of the old Monarch Theater. The auditorium where the debate's being held. I hacked into the image feeds from the security cameras at the auditorium. Just to be safe. Just to be safe. Hills, details about your father. They must have been quite upsetting. I can't imagine how you must feel. To learn so much in so little time. None of that matters now. The only thing that does is stopping Oz. The city needs you now more than ever. I'll leave you to it then. Ja. Hier wurden einige Dinge aktualisiert, so wie es scheint. Ja gut, die Texte da unten könnt ihr eventuell selbstständig mitlesen. Ich kann jetzt nicht so wirklich zuhören. Was haben wir denn hier alles so für neue Informationen? Thomas und Martha Wayne. Je mehr ich über das Leben meines Vaters höre, umso schlimmer wird es. Es ist schlimm genug, dass er Geschäftsbeziehungen zu jemandem wie Falcone hatte. Aber Bürgermeister Hill spielte darauf an, dass er unschuldige Menschen ins Arkham Asylum geschickt hat. Ich muss mehr darüber erfahren, was dort passiert ist. Okay, oben wird immer eingeblendet, was quasi gesehen neu ist. Das ist sehr schön. Nach all den Jahren hat mir Alfred Sachen über meine Eltern offenbart, die ich nie zuvor gehört hatte. Wie mein Vater sich auf korrupte Geschäfte mit Carmine Falcone und Bürgermeister Hill eingelassen hat. Er behauptet, er hat das alles zu meinem eigenen Schutz vor mir geheim gehalten. Was auch immer sein Grund war, ich habe immer noch Fragen, die nach einer Antwort verlangen. Harvey Dent. Harvey überprüft für mich, warum Bürgermeister Hill mein Eigentum beschlagnahmt hat, aber vielleicht sollte ich mir mehr Gedanken darüber machen, ob seine neue Freundin Selina Kyle, Catwoman ist. So, Batman hat den Bürgermeister besucht. Ich wusste, er würde einknicken, aber was er mir verraten hat, ist beunruhigend. Hill hat bestätigt, dass mein Vater tatsächlich in die Korruption vor Jahren verstrickt war und Unschuldige im Arkham Asylum wegsperrte. Er sperrte sogar Oswalds Mutter ein. Ich rannte zu Selina, um sie zu warnen, dass der Pinguin hinterher war, und es endete damit, dass ich versucht habe, sie zu küssen. Oh, was leider schiefgegangen ist, aber naja. Sie ist von Beruf Kriminelle und ich sollte Distanz wahren. Und doch kann ich anscheinend nicht anders. Wir müssen jedenfalls beide vorsichtig sein. Der Pinguin ist gefährlich und er wird nicht zögern, unsere persönliche Beziehung auszunutzen, sollte er dahinter kommen. Ach was, wer spricht denn da von Beziehung? Es ging nur darum, einmal einen kurzen Schmatzer, also, aber naja. Ich habe den Pinguin der Fledermaus vorgestellt. Es überrascht nicht, dass er ein Fan ist, so komisch das auch scheinen mag. Der Pinguin arbeitet offensichtlich an einem größeren Plan, aber Selina ist diejenige in unmittelbarer Gefahr. Nach dem, was mit Falcone passiert ist, habe ich nicht vor, ihn nochmal zu unterschätzen. Nach dem, was im eigenen Präsidium der Polizei von Gotham passiert ist, ist es offensichtlich, dass Gordon und seine Abteilung jede Hilfe brauchen werden, die sie bekommen können. Wer auch immer Montoya unter Drogen gesetzt und sie dazu gebracht hat, Falcone zu töten, hat es direkt unter der Nase des Lieutenants getan. Er mag Bruce Wayne verachten, aber er braucht Batman jetzt mehr denn je. Ich habe Vale Montoyas Namen gegeben. Ich weiß, Harvey und Gordon wären wütend, aber ich sehe Miss Vale als eine Investition. Und die Presse kann ein mächtiger Verbündeter sein. Falcone gab den Besitz und verkaufte Chemikalien zu, bestritt aber jede Beteiligung am Raub an den Docks. Wer beteiligt war, ist weiterhin unklar. Er behauptet auch, dass meine Eltern die größten Verbrecher der Stadt waren. Wie könnte das wahr sein? Ich überließ in der Polizei, die nun
die für eine Verurteilung notwendigen Beweise hat. Bis dann, Falcone. Ja, mittlerweile ist er übrigens tot. Carmine Falcone und Bürgermeister Hill sind die Wurzel dieser Korruption. Sie behaupten, dass auch meine Familie darin verwickelt ist. Aber das kann nicht wahr sein. Arkham Asylum. Die einzige Hochsicherheitsnervenheilanstalt in Gotham City. Bis jetzt. In jeder Hinsicht veraltet. Ja gut, das kennen wir eigentlich noch vom letzten Mal, ne? Das Thomas und Martha Wayne Memorial Hospital. Das soll hier eröffnet werden. Na gut, bin ich mal gespannt. Carmine Falcone hat meine Familie in seine korrupten Geschäfte mit Bürgermeister Hill verwickelt. Es muss eine Lüge sein. Crime Alley. Der Ort, an dem meine Eltern ermordet wurden. Die Gasse gegenüber vom Monarch Theater ist der Ort, an dem meine Kindheit endete und der Rest meines Lebens begann. Gewaltsam. Trotz der Tatsache, dass ich dort eine Tafel angebracht habe, um sie zu ehren, habe ich sichergestellt, dass die Gasse genauso aussieht wie in der Nacht, als meine Eltern erschossen wurden. Wieso sollte ich versuchen auszulöschen, was niemals vergessen werden kann? Stattdessen muss ich verstehen, wieso sie gestorben sind. Gut, so, alles nachgeschlagen, was einigermaßen relevant ist. Wie sieht's hier aus? Gotham Feed, Aktualisierung? Jemand muss Falcone aufhalten. Die Bürger Gothams haben, schönes Foto übrigens, die Bürger Gothams haben jahrzehntelang geduldig auf die Inhaftierung vom Mafia-Boss Carmine Falcone gewartet. Einigen ging die Geduld langsam aus. Die Polizei kann ihm nichts anhaben. Gott streckt ihn nicht nieder. Und wofür genau bezahle ich nochmal eine Unmenge an Steuern? Sagte Samuel Slater, Geschäftsinhaber in der Innenstadt. Als dann also ein lokaler Fernsehsender dramatische Bilder davon zeigte, wie Batman Falcone außer Gefecht setzte, nur um vom Kugelhagel der Polizei vertrieben zu werden, fragten sich einige, ob die Polizei Batman stattdessen nicht danken sollte. Was mich angeht, lassen Sie Batman das tun, was Gerichte und die Polizei nicht schaffen, kommentierte Slater. Sein Frust ist wohl begründet, wenn man bedenkt, dass er vor einem Jahrzehnt gegen Falcone Strafanzeige wegen Erpressung erstattet hatte. Seine Strafanzeige wurde aus Mangel an Beweisen abgewiesen und Falcone wurde freigelassen. Polizeirazzia auf Wayne-Räumlichkeiten. Die Polizei von Gotham City hat gestern eine groß angelegte Razzia auf mehrere Räumlichkeiten durchgeführt, die mit dem Milliardär Bruce Wayne in Zusammenhang stehen, einschließlich Waynes Multimillionen-Villa in Bristol County. Nach Angaben einer Quelle aus dem Umfeld der Ermittlungen handelte das GCPD auf Grundlage eines Durchsuchungsbeschlusses mit dem Ziel, Vermögensgegenstände und Dokumente, die mit Wayne Enterprises in Verbindung stehen, zu beschlagnahmen. Das Unternehmen ist vor kurzem Gegenstand genauerer Untersuchungen geworden, nachdem mögliche Verbindungen zur Mafia und weitere Korruptionsvorwürfe ans Licht gekommen sind. Die Vorsitzende von Wayne Enterprises, Regina Zellerbach bestritt die Vorwürfe in einer Stellungnahme vehement und sagte zur Gazette, Wayne Enterprises freut sich, in dieser Angelegenheit mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Wir sind fest davon überzeugt, dass sie keine Beweise für ein Fehlverhalten finden werden. Dent und Hill in letzten Umfragen gleich auf. Während sich der Wettlauf um das Bürgermeisteramt von Gotham City in seinen letzten Wochen begibt, liegen der amtierende Bürgermeister Hamilton Hill und sein Herausforderer, Gothams Staatsanwalt Harvey Dent, neun Umfragewerten zufolge gleich auf. Beide Männer hoffen, dass ihr bevorstehendes Fernsehduell, welches im Wayne Memorial Auditorium abgehalten wird, das Ereignis sein wird, mit dem sie den Verstand und die Herzen der Wähler für sich gewinnen werden. Experten zeigen sich von den letzten Umfrageergebnissen überrascht, wenn man den tiefliegenden Groll, den viele Wähler gegen Bürgermeister Hill hegen, und die enormen Ressourcen, über die Dent verfügt, berücksichtigt. Sie sind der Meinung, dass diese möglicherweise auf ein übersteigertes Selbstbewusstsein der Seite der Dent-Kampagne bei der Bewertung von Hills vermeintlicher Schwäche verweisen. Verdächtiger der Dockschießerei entflieht Gewahrsam. Der Hauptverdächtige des schrecklichen Massakers bei den Docks ist laut einem Sprecher der Polizei von Gotham verschwunden. Der Mann, dessen Identität zurzeit immer noch unbekannt ist, floh aus dem Rückbereich eines Polizeitransporters, kurz nachdem er an den Docks von Gotham verhaftet wurde. Er wird verdächtigt, einer der Schützen bei einer brutalen Schießerei gewesen zu sein, welche zu vielen Opfern, einschließlich mehrerer Polizisten, führte. Die Polizei sucht immer noch nach Antworten, jedoch sagt eine Quelle aus dem Umfeld der Ermittlungen, dass die brutale Natur dieses Verbrechens es den Beamten, die der Suche zugewiesen wurden, besonders schwer macht. Carmine Falcone in Polizeigewahrsam ermordet. Ach, ich dachte, die wären hier auch nach Aktualität geordnet, aber okay, dann sind die aktuelleren Sachen ja irgendwie weiter unten hier zu finden. Carmine Falcone, Gothams berüchtigter Gangsterboss, wurde getötet, während er sich im Polizeigewahrsam befand. Berichten zufolge starb Falcone an den Verletzungen, die er heute Morgen bei einem Schusswechsel im innerstädtischen Polizeipräsidium von Gotham erlitt. Die Identität des Mörders bzw. der Mörder ist weiterhin unbekannt und niemand aus dem Präsidium spricht.
Anthony Getty, Falconis Anwalt, sagt zur Gazette, da läuft eine Vertuschungsaktion und wir werden jeden verklagen, bis jemand anfängt zu reden. Falcone war für weniger als 24 Stunden im Polizeigewahrsam, als er starb. Die Nacht davor wurde er vom maskierten Rächer Batman gefasst. Misstrauen ist die größte Sorge der Bürger Gothams. Aha. Also wenn ich mir die Stadt so angucke, dann wäre jetzt Misstrauen nicht meine größte Sorge, aber okay. Die Ergebnisse einer Umfrage unter den Lesern der Gazette offenbart ein weit verbreitetes Misstrauen in die Institutionen, die Gotham City dienen sollen. Vom Büro des Bürgermeisters bis hinab zu den Straßenfegern. Insgesamt betrachtet offenbart das eine von Angst und Paranoia ergriffene Stadt. 9 von 10 Einwohnern beschreiben Gotham als unsicher oder gefährlich. Und 7 von 10 sagten, dass zeitnah große Veränderungen stattfinden müssten oder sie würden wegziehen, selbst wenn das Arbeitslosigkeit oder andere Schwierigkeiten mit sich bringen würde. Interessanterweise scheint auch Batman die Leserschaft gleichermaßen zu spalten. Die Hälfte der Befragten sagte, er mache die Stadt sicherer und die andere Hälfte sagte, unsicherer. Gotham nach Falcone. Wer wollen wir sein? Wenn die Menschen von Gotham City sprechen, sprechen sie vom Verbrechen. Und in den letzten 5 Jahrzehnten hatte das Verbrechen in Gotham City einen Namen. Carmine Falcone. Man sagt, sein Verbrecherimperium sei Millionen wert und im Polizeipräsidium, dem Rathaus und darüber hinaus flüstert man von seinem Einfluss. Was passiert also, wenn der Mann hinter dem Mythos schließlich das Zeitliche segnet? Was ist das Verbrechen in Gotham City ohne Carmine Falcone? Ferner, wenn das einzige definierende Merkmal unserer großartigen Stadt in Frage gestellt wird, was definiert uns dann? Wenn wir nicht mehr länger von der Verderbnis des organisierten Verbrechens gefesselt sind, wer sind wir dann? An die Bürger von Gotham City, wenn wir die Möglichkeit haben, uns selbst neu zu erfinden, wer wollen wir dann sein? Gute Frage. Eventuell findet irgendjemand eine Antwort drauf. So, Überwachungskameras. Gucken wir uns an. Wait a minute. The images on these cameras haven't changed. Something's wrong. Penguin's men may have commandeered the cameras on their end. We could just be looking at what they want us to see. Warn Gordon that he may have visitors. I have to get down there. Now. Haben wir zu lange Zeit das Artikel gelesen? In der Zwischenzeit haben die Überwachungskameras unter ihre Kontrolle gebracht. Ergibt Sinn. Die Leute des Pinguins sind sehr, sehr fähig. Ich möchte eine Prognose abgeben, was den Endgegnerkampf dieses Kapitels angeht oder dieser Episode angeht. Ich glaube, es ist der großgewachsene Schläger, gegen den wir zunächst keine Chance haben. Harvey needs to get out of there. Also der uns vom Gebäude runtergeschmissen hatte. Hey, Bruce. Man, I'm glad you called. I needed to talk to you, actually. Something's come up. Something that's, well, it's not exactly pleasant. What happened? Are you all right? Me? Oh, yeah, I'm fine. Oh, you mean because of this Penguin threat? They have me in some back room until the debate begins. For my own protection, they said. A little bit of overkill, if you ask me. Look. Bruce, I didn't want to do this over the phone, but my advisors are telling me that I need to distance myself from you. Until all this mess with your family blows over. They're afraid it's not a very good optic. I get it. It's the smart move, but let's talk about that later. I'm glad you see it that way. What with the allegations in the press and now this mess with Falcone, you're a liability. But here's the thing, Bruce. Without your money, I am dead in the water. I know this is a delicate topic, but I need you to keep me afloat. I may have to trash you in public, but you and me, we'll know the truth about our friendship. No matter what, we need a new mayor. Hill needs to be removed. I knew you'd see it that way. Listen, I hate to push you, but I need to know. Can I count on your money, Bruce? Whatever it takes to save Gotham, that's what we wanted. Ach, was soll's. I'll always support you, Harvey. Oh, thank you, Bruce. Thank you. You don't know how much this means to me. To Gotham. I'm sorry, Bruce. The makeup person is here. Guess she needs to put on my face. I hope you can still watch the debate somewhere.
No matter what I have to say tonight, remember, you are always my friend. Er sagt bestimmt ganz blöde und böse Dinge über mich. Und ich habe so eine vage Ahnung, in was für eine Richtung dieses Rededuell gehen könnte in Bezug auf Harvey. Mal gucken, ob ich recht habe. Wayne Memorial Auditorium. Batman. Yeah, all quiet so far. I've got a feeling that's about to change. Just so we're clear. You and me, we're on shaky ground. Jim, listen. No, listen to me. The excessive violence, it can't go on. Most of the GCPD already think you're a monster. Don't prove them right. I'm sorry for putting you in a difficult spot, Jim. I value our working relationship. So do I, Batman. That's why I need you to rein it in. We have bigger things to worry about right now. Your security has been compromised. I've got patrols on every door. You better check on them. I'd keep that holstered if I were you. What's she doing here? She was part of that robbery at the mayor's office. Really? You're gonna drag out that dead horse? The break-in isn't important. Protecting the debate is. You should be thrilled. You're getting a twofer. And double the trouble from the looks of it. This better not come back to bite me. Alpha Patrol, come in. That, incident in the bar. Dead is its own kind of cage. I can't stand being in it. Not that I needed your help or anything, but you had my back. I thought I'd repay the favor. You know, like you scratch my back, I cut some people up. This is no bar fight. They're coming with everything they have. Good. That brawl barely had me break a sweat. None of my men on the ground are responding. Enough waiting. We're going in. Alpha, do you read? Now aren't you glad I'm here? Well, you have a better shot than my SWAT team of getting in there quietly. We are seriously underfunded at the GCPD. Sounds like a vote for Dent, Lieutenant. Die Dummen. Okay, dann kümmern sich jetzt mal die kostümierten Helden darum, um den Job zu erledigen, den die Polizei eigentlich tun sollte. Wie praktisch, dass es uns gibt. Wir sind schon echt toll. Und schön, dass Selina gekommen ist. Good evening, everyone, and welcome to our live debate for the next mayor of Gotham City. This is an important debate for these two candidates, incumbent Mayor Hamilton Hill and the challenger Gotham District Attorney Harvey Dent. And it's also important for you, the citizens of Gotham, who will soon head to the polls to decide the future of your home, a city that's faced its share of hardships in recent years. Rising crime rates, income inequality, and yes, a masked vigilante loose on our streets. The candidates will tackle it all. We know why they weren't responding. Gordon, we found one of your patrols. They've been terminated. Sorry, ladies and gents. As you might have guessed, there's been a change to tonight's program. First order of business, firing the moderator! Hoppla. I hate to be a downer, but these hostages? I don't like their chances. He just didn't have a head for the issues. If we're quick and decisive, no one else has to die. If you say so. But Penguin's playing for keeps. Fanatics always do. You'll do. Get out here. Keep it quiet back there. These guys are armed to the teeth.
We need a new moderator. Come on, you! You there! Yes! You! Thank you for volunteering! Please! No! Go on, then! Introduce the candidates! Stage fright, huh? All right, I'll get you started, but this is your show. Three hostiles. Gotta take them out quietly. Das entwickelt sich in eine sehr, sehr spannende Richtung. So, du mit dem Kameraständer. Genau. Zum Verprügeln. Okay. Klingt gut. Der Anfang. So, dann gehen wir zu dir rüber. Und dann hätte ich doch hier... Was habe ich denn hier? Das Stativ. Verbinden mit Schütze. Der freut sich schon. So, dann haben wir noch dich. Was haben wir dann noch? Die Tür oder den Tisch? Nehmen wir mal den Tisch. Tisch mit Bühnenausgangsschütze. Und jetzt viel Spaß. Du denn? Geht doch. Maybe next time. Keep your heads down. Make for the police line. And now a word from our sponsor. My downtrodden brothers and sisters of Gotham, you have nothing to fear. We are the children of Arkham. We are here to end the masquerade and expose the corruption that ruined your city. For too long, men like your esteemed mayor have profited from the pain of innocence. Tonight, we show you the truth. I knew this was too big for Oswald alone. Someone else is pulling the strings. Smart. Let someone else do the dirty work. Look into the hearts of these spineless creatures. Chosen to go on, love. You know what to do. Ah! Candidates, take off your masks. Also ist der Pinguin doch nur eine Marionette. Na gut, okay. Hätte ich so in der Form nicht vermutet, aber... Also doch, hatte ich ja irgendwie vermutet, aber ich habe es schon wieder abgetan. Aber na gut. Everybody in Gotham saw that moderator get shot on live TV. What's going on in there? First off, we should incinerate the pool. We're out of time, Batman. The brass is going nuts with those two drunks on stage. Ich
glaube, wir merken, dass Harvey auch unter Einfluss dieser Droge erstaunlich sachlich bleibt. Was? Nur für ihn spricht. Roll the tape! Subject 9. Dad. I thought your father was dead. Subject 9. Esther Cobblepot. You've been declared criminally insane and committed to Arkham indefinitely as a ward of the state. Please, I'll sell you the land. Please don't do this. You had your chance. You should have made the deal we offered you. Give her the drug. Thomas, we're friends. Our boys play together. You were warned, Esther. You know I always get what I want. Commence the procedure. Give her a dose she won't come back from. Now you know. Now you will see. Na toll. Sehr intelligent. Ah, na gut. Was soll's. Warum stürmen die einfach so in den Saal? Sind die irgendwie bescheuert? Danke, Vicky. Why don't you kick the crap out of here? Hoppla? Please, I need a man. You could never. Mein Spielzeug war teuer. Nur mal so. Took out Thomas Wayne. That was all him. He didn't know when to stop. I had him killed because of it. They won't bring back my poor old mum. So this is for her. You don't let her kill anyone else. Right, your turn, Dent. Klasse. Jetzt ist auch egal. Where's your mate, Bruce Wayne? Your biggest supporter, and you didn't even turn up. Batman! The revolution's already starting. It's too late to join. Your revolution is over, Penguin. On the contrary, we're just getting started! Ernsthaft? Och nö. Och nö! Nö, 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 nö! Ah, ich habe keine Ahnung. Ach, scheiße. Harvey? Harvey? Where's the maniac in the mask? We need paramedics over here, now!
es war so klar. Ich meine, okay, was wäre jetzt anders gelaufen, wenn ich zu Harvey gelaufen wäre? Hätten wir es dann verhindert, dass er... City Hall is in chaos after Mayor Hamilton Hill was confirmed dead. While several members of the Children of Arkham have been arrested, the Penguin is still at large. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Vor allem bin ich unglücklich über meine letzte Entscheidung, aber ich wollte auch nicht, dass Selina irgendwas passiert. Och, Menno, das ist doof. Ich hasse sowas. He won't be the same after this. Meanwhile, the Wayne family scandal continued to escalate after the full list of Thomas Wayne's victims was released to the public. Auch das noch? Die Kacke ist in diesem Batman-Universum aber richtig am Dampfen. Aber zumindest sie ist jetzt ein Fan von uns. Yay! Love Interest gerettet, quasi. Lawyers representing Bruce Wayne have no comment at this time. We are the Children of Arkham and we have opened your eyes. Episode 2, Kinder von Arkham. Wer verbirgt sich da hinter der Maske? Hinter den Kindern von Arkham. Hast du Falconis Schmerz gelindert oder hast du ihn leiden lassen? Du und 65,9% der Spieler linderten Falconis Schmerz mit Morphin. Ach, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, die meisten lassen ihn leiden. Na gut. Hast du Selina geküsst? Du und 77,5% der Spieler haben versucht, Selina zu küssen. Naja. War ja aber auch klar. So. Hast du Bürgermeister Hill als Bruce oder als Batman besucht? Du und 48,3% der Spieler beschlossen, Bürgermeister Hill als Batman zu besuchen? Okay. Da haben sich sehr viele wohl anscheinend von Alfred so ein ganz klein bisschen wuschig machen lassen. Was das so angeht, so von wegen, lass dich bloß nicht als Batman da erwischen und so. Das kann nur üble Konsequenzen haben. Hast du deine finanzielle Unterstützung für Harveys Kampagne zugesagt? Du und 91,4% der Spieler haben Harveys Kampagne weiterhin finanziell unterstützt. Ja, es ergibt irgendwie auch Sinn, weil ich sag mal, was wäre denn die Alternative gewesen? Nein zu sagen? Aber das hätte ja dann gleichzeitig auch bedeutet, dass wir... Es gibt ja nur die zwei Bürgermeisterkandidaten. Es gab nur diese beiden Kandidaten zu dem Zeitpunkt. Entweder Harvey oder Hill. Hill wäre genauso schrecklich gewesen, weil wir ja genau wussten, was Hill auch alles auf dem Kerbholz hat. Da, von daher wäre Harvey einfach in jedweder Beziehung die bessere Partie bis zu diesem Zeitpunkt gewesen. Hast du Selina gerettet oder Harvey? Du und 63,4% der Spieler haben Selina statt Harvey gerettet. Und das ist so eine Entscheidung, wirklich, da frage ich mich, was passieren würde, wenn man sich anders entscheidet. Ich meine, es ist doch klar, was jetzt passiert ist. Ihr habt ja Harveys Gesicht gesehen. Der Pinguin hat Harveys linke Gesichtshälfte komplett verbrannt mit diesem Scheinwerfer. Übrigens auch eine sehr kreative Art, was das angeht. Ist ja in vielen Geschichten immer so ein bisschen unterschiedlich. Im Film The Dark Knight war es ja irgendwie so Öl, das in Flammen aufgegangen ist. In anderen Geschichten war es Säure, die ihm ins Gesicht gespritzt wurde oder so. Hier war es also jetzt so ein Scheinwerfer, den verbrannt hat. Okay, ja, im Wesentlichen fand ich jetzt also in dem Moment die, naja, Verwandlung zu Two-Face statt, kann man ja, glaube ich, so ein bisschen sagen. Also wir wissen natürlich noch nicht, wie sich das mit Harvey jetzt genau entwickeln wird, aber es deutet ja nun mal alles darauf hin. Er ist jetzt quasi Two-Face. Die Sache ist halt, was wäre gewesen, wenn ich Harvey gerettet hätte, dann wäre das ja jetzt eigentlich nicht passiert.
Das heißt, dann wäre einfach nur Selina jetzt ein Krüppel oder so. Ich habe keine Ahnung, was dann mit ihr gewesen wäre. Wäre sie dann tot gewesen? Wer weiß, kann ja eigentlich nicht. Catwoman würde nicht sterben. Aber was genau wäre dann mit ihr? Ich kann mich an keine Geschichte erinnern, wo irgendetwas Schreckliches mit ihr passiert ist oder so. Die Tochter von Commissioner Gordon wurde in einer Batman-Geschichte mal vom Joker, so angeschossen, dass sie danach querschnittsgelähmt war oder so. Hätten sie das sowas dann hier auf Selina übertragen? Ich weiß es nicht, aber... Ja, aber ich musste einfach Selina retten. Punkt. So, ging nicht anders. Und das nochmal die gänzliche Übersicht diesbezüglich. Und ja, wir springen mal weiter zu, das nächste Mal bei. In Episode 3 geht es nämlich dann vermutlich irgendwie so weiter. Vermutlich. Next time on Batman, the Telltale Series. You may have saved me, but this isn't over. You don't know these people, Bruce. Authorities are scrambling. The so-called Children of Arkham have the city in a frenzy, but there's still no sign of their masked leader. With Hill and Falcone dead by their hands, the question on everyone's lips is, who's next? After that news about your father sending innocent people to Arkham, sounds like the whole city wants your head on a pike. The Waynes have always run this company, but now... they want to decide what your future at this company will be. Do you really think Bruce Wayne is worth protecting? What do you want from me? You know what I want. No more hiding! Not for anyone. But don't worry. Bruce Wayne's finally gonna get what's coming to him. Bruce! Folge Batmans Abenteuern überall, wo es Comics oder Bücher gibt. Ja, ja, ist klar. Hol dir einen Season Pass, nicht jetzt. Und das, meine lieben Freunde, war dann, so wie es scheint, die zweite Episode von Batman Telltale Series. Okay. Höchst interessant, dass meine Trophäen nicht aktualisiert wurden. Warum wurden meine Trophäen nicht aktualisiert? Ich habe die Trophäen doch geholt. Jetzt macht mich nicht schwach hier. Moment. Das gucken wir uns ganz kurz an. So, Kapitel 5, Kapitel 6. Doch hier werden Trophäen noch eingeblendet. Komisch. Na gut. Bisschen buggy vielleicht. Wird eventuell irgendwann später nochmal aktualisiert. Ist ja auch nicht weiter schlimm. So, das war die zweite Episode von Batman The Telltale Series. Hat mir auch gut gefallen. War sehr spannend, so wie das Ganze inszeniert wurde und so. Ich meine, so ein bisschen die Batman-Geschichte und so weiter, die kennt man ja. Aber was wirklich das Schöne jetzt hier so bei der Telltale Series ist, ist einfach, dass alles irgendwie bekannt ist, aber trotzdem mit einem neuen Kontext versehen wird. Sei es jetzt nun die Familie von Batman oder Bruce Wayne, dass die eben so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sogar relativ viel Dreck am Stecken haben, dass eben der Pinguin ein alter Schulfreund von Bruce ist, so gänzlich anders auftritt. Das hatte fast schon Joker-eske Züge, so wie er sich auf der Bühne da bewegt hat, während dieses Rededuells und quasi gesehen das Ganze da so am Laufen gehalten hat. War irgendwie sehr interessant. Dann noch diese mysteriöse Gestalt irgendwie, die anscheinend der Anführer der Kinder von Arkham ist, wo ich jetzt auch noch absolut keine Ahnung habe, wer da unter der Maske stecken mag. Dann jetzt eben die Verwandlung von Harvey Dent, die auch jetzt wieder irgendwie ein bisschen anders abgelaufen ist, aber trotzdem, wo alles irgendwie sehr vertraut ist, aber naja gut. Und ja... Mir gefällt auch, wie eben Batman und Catwoman hier in diesem Abenteuer miteinander harmonieren. Das macht mir sehr viel Spaß. Und ja, das ist schon echt recht schnucklig. Also von der
Story und Inszenierung her. Ab und zu, wenn ich jetzt allein technisch ein bisschen was bemängeln dürfte oder so, es ist mir teilweise immer noch ein bisschen zu hakelig oder so, einfach nicht flüssig genug, was so bei manchen Entscheidungen dieses Nachladen und so weiter angeht. Aber okay. Und ja. Ich bin bis hierhin recht angetan von Batman The Telltale Series. Wie ist eure Meinung dazu? Ihr könnt mir das ganz gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich jetzt einfach mal sagen, dass es das gewesen sein soll. Und dann warten wir jetzt allesamt einfach mal auf Episode 3, die ja hoffentlich irgendwann bald demnächst kommen wird. Weiß nicht, in den nächsten 4, 5, 6 Wochen vielleicht. Wir werden sehen. Ich sag für den Moment dann aber erstmal wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.